So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind auf der Heilbronn Map unterwegs. Wie vielleicht sogar schon unschwer zu erkennen. Ja, und wir haben heute einen Fremdauflieger dran, und zwar für die Treckertrans. Da fahren wir eine Tour nach Kupfer. Springen wir wieder rein in die normale Ansicht. Heute mit zwei Neuerungen, das werde ich euch aber gleich erzählen, um was es denn heute konkret geht, was anders wurde. Die erste Neuerung, die hört man bereits, und zwar dieser sehr, sehr realistische Sound vom Mark 2712. Für den Actros MP4 und MP5 hat er den gemacht, er hat den selber aufgenommen. Den Max kennt man vielleicht von seinem eigenen YouTube-Kanal. Der hat zum Beispiel schon für den Scania sehr, sehr gute Sounds gemacht. Der hat einen 6-Zylinder-Sound gemacht für den Scania. Da schnallst du ab. Der wird auch bei mir nochmal drauf kommen. Da musst du jetzt aufpassen. Da ist es sehr, sehr steil runter. Ja, und diesen Sound-Mode von Max, den habe ich hier unserem MP5 gegönnt. Dem MP5 vom MP5 Team, sprich HS. Sehr, sehr geiler Mod, kann ich immer wieder nur sagen. Sensationell. Ich mag den und der Sound von Max dazu, eine absolut geniale Kombination. So, ist der erste Part, Sound von Max. Tolle Sache, keine Frage. Zu finden gibt's den Sound übrigens im Workshop, genauso wie im SCS-Forum. Wenn ich nicht vergesse, wohlgemerkt, dann werde ich euch den Link vom Sound hier beim Video mit runterpacken. Und ansonsten seid mir nicht böse, wenn ich das vergesse. Dann sucht einfach auf YouTube Max2712. Er hat bei seinen Videos da immer wieder die Download-Links mit dabei. So, wie gesagt, wir sind am Weg nach Kupfer, liefern das ab, dann ist für uns finito. Das ist heute schon der dritte Videoversuch, den ich hier jetzt aufnehme. Die ersten zwei sind in die Hose gegangen. Warum, das erzähle ich euch jetzt gleich. Und zwar, da muss ich etwas weiter ausholen. Ich habe hier, wo ich meine Videos aufnehme und so weiter, habe ich ein Büro. In diesem Büro mache ich nicht nur Videos, ich arbeite auch hier von zu Hause immer wieder mal für die Firma. Wenn ich am Server irgendwas zu machen habe, wenn ich im ERP-System irgendwas zu machen habe und so weiter und so weiter. Homeoffice kommt auch immer wieder mal dazu, jetzt in dieser aktuellen Zeit. Ihr kennt das alles. Und in diesem Büro habe ich zwei Schreibtische und die standen bisher nebeneinander und ich hatte praktisch zwei Arbeitsplätze. Auf dem einen Arbeitsplatz der große Schirm mit dem Lenkrad davor, der zweite Arbeitsplatz ein kleiner normaler 24 Zöller, wo du deine normalen Tätigkeiten verrichten kannst. So. Und zu dem ganzen Theater kommt dazu, dass ich unten am Boden praktisch an der Mauer, an der Wand eine Steckdosenleiste hatte und da waren sämtliche Geräte vom PC über alles, was du hast und brauchst, habe ich da angesteckt gehabt und das war ein dementsprechend großer Kabelsalat. So, und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, dass ich dieses Wochenende diese ganzen Kabel inklusive dieser Steckdosenleiste unter den Schreibtisch in einen dafür vorgesehenen Kabelschacht gepackt habe und das Ganze sieht jetzt dementsprechend ordentlich und sauber aus. Das wollte ich schon lange machen. Jetzt hatte ich endlich die Zeit und die Muße, sagen wir es mal so, und habe das durchgezogen. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch die zwei Schreibtische nicht nebeneinander gestellt, sondern in einer L-Form aufgestellt. Was jetzt zur Folge hat, und jetzt sind wir beim eigentlichen Punkt,
dass mir die Position der Wheelcam nicht mehr passt. Da stört sich Mikrofonarm und das Bild praktisch, was die Cam aufgenommen hat, stört sich alles gegenseitig. Das passt einfach nicht mehr in dieser Art und Weise. Jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich? Wir probieren es mal anstatt einer Wheelcam mit einer Facecam. Die schalten wir jetzt dazu. Dazu begrüße ich euch. Herzlich willkommen bei meiner Facecam. Und da ist jetzt eure Meinung gefragt. Wenn ihr sagt, ja, das gefällt uns, lasst die, dann werde ich das lassen. Und wenn ihr sagt, nein, vergiss es, wir brauchen das nicht, es reicht, wenn wir deine Videos ertragen müssen, dann nehme ich die wieder weg. Also bitte Kommentar, es werden da einige Nachrichten kommen über WhatsApp oder was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne das alles. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was ihr sagt, und ansonsten, wie gesagt, bleibt die Cam anstatt der Wheelcam das Erste. Kann sein, dass ich vielleicht mal hinten einen Greenscreen aufziehe und so weiter. Alles, was man so kennt und braucht und hat oder auch nicht hat, in meinem Fall. Schauen wir. Kann alles noch kommen. Ja, das waren jetzt diese zwei Neuerungen, über die ich eigentlich großartig erzählen wollte. Jetzt kommt einer, der uns da überholt. Da vor uns geht nichts weiter. Ja, erstes Video von der heutigen Aufnahme. 40 Minuten aufgenommen, hier auf der geilen Heilbronn-Map. Dann ins Programm importiert zum Rendern, also zum Schneiden und Rendern. Siehe da, kein Ton. Warum? Völlig logisch. Ich habe ja den ganzen PC abstecken müssen, die Kabel neu verlegen müssen und so weiter, damit ich das alles neu installieren kann, die Kabel dementsprechend verlegen und so. Ihr kennt das alles. Dann Ausfahrt rechts nehmen. So, OBS hat dann das Mikro hier nicht mehr erkannt, beziehungsweise durch den neuen USB-Steckplatz einfach ignoriert. Und beim Rendern bin ich dann draufgekommen, hops, Stimme weg. Und dann rechts ab. Mikro nicht da. Zweites Video aufgenommen. Zweites Video, halbe Stunde aufgenommen. Biege nach rechts ab. Wieder den ganzen Blödsinn hier erzählt. Siehe da, schlechte Mikroqualität. Warum? Weil das Mikro einfach auf der anderen Seite positioniert war. Schlecht angeordnet. Was auch immer, es hat halt nicht gepasst. Es hat mir von der Qualität nicht gepasst. Kommst du aber erst wieder drauf, wenn du wiederum unterm Rendern bzw. das Video ins Schneideprogramm importiert hast. So, jetzt drittes Video Aufnahme. Zwischendurch habe ich eine kleine Testaufnahme gemacht. Da hat die Qualität soweit funktioniert vom Mikro bzw. ich war damit zufrieden. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ja, das heißt jetzt dritter Versuch. Das wird jetzt hoffentlich passen. Ups, bei uns ist rot und der Kollege fährt. Hat der drüben grün oder wie? Ja, grün. So. Drüben steht ein schöner Renault, ein Range T, den fahre ich ja auf der FSG-Map, auf dieser Elsass-Map. Sehr schöne Map auch, würde ich euch auf alle Fälle empfehlen. Video davon gibt es auf meinem Kanal, inklusive Anleitung, wie ihr sowas installiert. Die Map selber findet ihr im SDS-Forum, einfach googeln.
Ihr braucht mich gar nicht zu fragen, ob ich euch einen Link schicken kann. Ihr braucht nur eingeben ITS2, FSGMAP, SCS-Forum etc. Ihr findet die zu 100%. Das ist ein bisschen Eigeninitiative, die im Grunde genommen nie verkehrt. Ja, und diese 1-zu-1-Map, ich finde das einfach genial. Bin natürlich schon wieder zu schnell. Ein bisschen langsamer werden da. Ja, es sind jetzt so die zwei großen Dinge heute. Im Grunde, der Riesenvorteil an dieser neuen Anordnung meines Schreibtisches in dieser L-Form ist, ich habe vor mir jetzt sozusagen den großen Schirm mit Lenkrad fix positioniert und drehe mich mit dem Sessel praktisch nur einmal rechts 90 Grad und schon bin ich auf dem zweiten Arbeitsplatz, habe da kein Problem jetzt mit irgendwelchen, wie auch immer, aha, Kredit, dass das Kabel nicht lang genug ist vom Headset, dass du zu wenig Platz hast, wenn du vor dem normalen 24-Zöller sitzt, du irgendwas arbeiten musst für die Firma, was auch immer. Es gibt hier 100.000 Gründe und jetzt ist es so angeordnet, wie ich eigentlich doch sehr, sehr zufrieden bin, wie mir das gefällt. Das machen wir doch glatt. Biege nach rechts ab. So, der Auflieger bleibt hier stehen, mit dem Kunden hat es geheißen. Wir sind auch schon jeden Moment da, genau da vorne muss das sein, zumindest laut Navi. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Oh, irgendwo Industriegebiet, aha, das kann ja, schau. Kargotras da hinten. Genau. Endlich, wir sind da. Ja, und wo ist die Einfahrt? Ah, da ist. Da ist die Einfahrt. So, dann schauen wir, dass wir da heil reinkommen. Ist ein bisschen knapp da durch den blöden Double. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir nur da schauen, dass man genau da steht, so ein blöder Container, also eine Brücke vor uns. Das ist jetzt auch eher suboptimal. Aber wir schaffen das, keine Frage. So, Fenster runter. Birne raus.
So, da gleich nochmal ein bisschen ausgleichen da. Es passt, für die passt es auf alle Fälle und für uns passt es auch. Dann lassen wir da mal abladen. Achso, wir müssen ja, alles klar. Absatteln, Freunde, und damit war es das mit dieser Tour und somit auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, euer Hermi.